Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Terraria mit dem guten Jali. Hi. Hi, ja. Wir haben uns mal wieder eingefunden, um ein paar Pixel zu ändern. Ein paar Pixel hin und her zu schnupfen und vor allen Dingen zu zerschnetzeln. Genau. Womit wir auch gleich am Anfang loslegen. Und ich habe einen Stern da gefunden. Wo waren wir eigentlich letztes Mal? Stehen geblieben? Ich habe keine Ahnung. Im Haus offensichtlich. Ich glaube, wir waren kurz vor Ende noch in der Höhle oder sowas. Das stimmt wohl. Wir sollten auf jeden Fall langsam mal den ersten Boss machen. Meinst du, dafür sind wir schon in der Lage? Ja, na gut, wenn wir besser ausrüsten kamen. Sollten wir vielleicht noch nach einer Höhle suchen? Also ich meine, wir haben Fernkampfwaffen, was ja für den ersten Boss unglaublich wichtig ist. Ja, aber wir brauchen, glaube ich, noch eine bessere Ausrüstung. Guck gerade mal. Na, wir haben 18 Silberbarren. Oh, ich scheine wohl letztes Mal die Hermesstiefel gefunden zu haben. Ja, hast du. Ich habe einen Greifhaken gehabt und du hast die Hermesstiefel. Stimmt, ich guck mal kurz in mein Inventar, was habe ich denn überhaupt alles? Okay. Wiederbelebungsband, cool. Und ansonsten ziemlicher Nonsens. Ja, ich habe auch nicht viel Praktisches. Ich habe so einen blöden Speer, den kann ich mal verkaufen. Der ist eh beschädigt. Und sonst irgendwas, was ich verkaufen kann? Todeskraut. Aha. Okay, ja, was sagst du? Ja. Ich würde sagen, wir suchen uns nochmal eine neue Höhle. Okay. Okay. In Richtung links. Genau. Auf in Richtung links. Ich weiß nicht, ist links hier Westen und rechts ist Osten? Oder wie ist das? Ich glaube, oben ist Norden. Oben ist Norden, okay. Und die Hölle liegt also im Süden. Genau. Ich wusste, die Bayern planen da irgendwas. Beim Süden ist es doch immer so warm, deswegen. Ja, okay. Die Sau. Hier waren wir, glaube ich, schon mal in der Höhle. Ja, ich glaube, das war mit die erste, die wir uns angetan haben. Ja. Ich gerade kurz für den Gegner gehalten. Da fällt mir gerade was ein. Was denn? Grüne Gruppe. Ah ja, das wäre cool. Damit wir auch sehen, wo der andere ist. Wäre nicht schlecht, ja. Jetzt möchte ich erstmal sehen, wo ich bin. Ah, da. Warte auf mich. Ich bin da nicht so schnell, ich habe nur einen Greifhaken. So, in der Höhle waren wir auch, denke ich mal, schon. Ja, drin. können wir durchgehen. Ich finde das immer so krass, wenn man nach einer langen Zeit wieder aufnimmt. Für die Zuschauer vergeht ja nicht so viel Zeit. Na. Diesmal aber auch nicht so super wenig Zeit. Ich meine, war ja doch stimmt. Schon irgendwie 2 Wochen oder sowas. Ja, oh, 2 Wochen Pause. Kawabanga! No! Achso, das Wasser. Ziemlich viel Wasser. Ups. Ja. Ich sehe fast nichts. Ah, so ist besser. Oh mein Gott. So viele Augen. Ich fühle mich beobachtet. Wow. Ach, ein Zombie. Vielleicht hätten wir tagsüber losgehen sollen. Ja, aber so können wir tagsüber den Tag über in der Höhle verbringen, die wir dann finden. Ist doch auch praktisch. Stimmt. Nein! Was ist das? Okay, ich bin tot. Auch nicht schlecht. Du wurdest durch. Ja, ich wurde. Ja. Steht da. Oh, ein Meteorit ist gelandet. Stimmt, wir haben ja so eine Kugel zerstört letztes Mal. Noch. Echt? Ah, ja, stimmt. Ich habe dieses Gewehr. Stimmt. Damit hatten wir uns selber auch beschäftigt. Aber ich glaube, Meteorit ist noch nicht. Ganz das, womit wir uns jetzt beschäftigen sollten. Nee, das können wir noch nicht abbauen. Sollten wir auch. Da verbrennen wir uns über die Finger. Rein. Ich bin gleich auch durch, so wie es aussieht. Silbermünze. Rette dich! Und verfault es. Helm.
Uha. Oh, schade. Ich dachte, ich treffe noch. Da war ich schneller. Das stimmt wohl, ja. Wie viele Sternschnuppen habe ich jetzt eigentlich? Ich habe schon wieder 10 Sternschnuppen. Kannst du mir die geben? Ich habe noch gar keinen Mana-Stern. Natürlich. Ich habe nur 3 Sterne. Cool. Danke. Ja. Bitteschön. Kraft ich mir mal ein. Juhu, Mana-Stern. Oh, hier ist eine Höhle. Vielleicht haben wir die dann nicht ganz erkundet. Aber ich glaube, hier waren wir drin, um diesen, das Ding zu zerstören. Weil das führt direkt in eine Corruption Zone Höhle. Stimmt, kann sein. Wieder fast down, was ist denn hier los? Hm, die Kiste ist leer, welche Überraschung. Ja. Warte mal, die können wir doch mitnehmen. Die bringt doch Geld. Nö, das ist nur noch eine kleine Hülle. Okay. Ich glaube, das lohnt sich nicht. In der Corruption Zone findet man eigentlich. Guck mal, ein halber Altar. Dann ist der bei dir auch halb? Ja. Direkt unter uns? Ja. Doch. Buggy-Altar. Pistole macht coole Geräusche. Ich habe 9 Bomben. Wollen wir uns hier durchbomben oder? 9 Bomben. Ja, das reicht Wurm. Nicht für so viel. Oh, hier ist ein Corruption-Wurm. Hier drin? Oh, nichts. Da könnten wir uns doch besser durchbomben. Da sind wir fast dran. Da reicht wahrscheinlich sogar eine Bombe. Eine gezielte. Bei dem, ja. Wir sollten eigentlich den Dreck hier zumindest aus dem Weg schaffen. Ha. Wer den da wohl hingepackt hat? Was ist die Frage? ich würde sagen, du gehst aber lieber vorher raus aus der Höhle, weil ich kann mich hier mit meinem Enterhaken schnell rausziehen. Huch. Wo bist du hier? Auf einmal bist du 1266 Fuß von mir entfernt. Ja, hier passieren auch echt komische Sachen. Bist du wieder zu Hause, oder? Nein. Hä? Ich war in dem komischen Stein gefangen. Okay. Zack. Yeah. Verdammt. Da kommst du nicht hoch. Warte. Raptor. Danach müssen wir echt auf Goldjagd gehen. Ja, ich brauche auch mal irgendwas, womit ich hier aus sowas dann wieder rauskomme. Enterhaken, ja, so oder Enterhaken, Doppelsprung, genau. Oder sowas. Ich muss hier weg. Ups, ich sollte auch ein bisschen aufpassen, was hier passiert. Ja. Da habe ich mir zu viel Zeit gelassen. Was? Zum Teufel ist da los? Bei mir liegt die Bombe da noch. Und du bist einfach so zerfetzt. Ja, spontan Sprengung. Okay. Aber wenigstens ist jetzt wieder Tag. Willst du deine Höhle auf den Spaten? Ich bin unterwegs. Ja, ich bemühe mich. Das ist Saving. Achso. Gold wurde gesaved. Ich hoffe, die Bombe geht jetzt bei mir nicht auch noch irgendwie hoch. Weil sonst bin ich. Die ist eigentlich schon hochgegangen. Ja, aber bei mir ist sie noch da. Ich weiß ja nicht, was da los ist und wie das denn weiterhin reagiert. Eigentlich, wenn sie einmal explodiert ist, ist sie explodiert. Oh, Kawabonga. Jetzt ist sie explodiert. Okay. Zeitverzögerungsbombe. Ja, aber echt leichte Verzögerung. Und alles glitzert und schimmert hier irgendwie. Ja, ich dachte, das macht es erst, wenn der Hardcore-Mode aktiviert ist. Naja, weil hier ganz viele Altare rumstehen und diese komischen Kugeln glitzern ja auch. Ach so. Das ist gerade echt ziemlich schimmrig hier. Und da liegt eine Qualle auf dem Trockenen.
Fallen immer töten, die haben immer schöne Leuchtstäbe für uns. Jo. Die sind echt praktisch. Vor allem, weil wir uns in Höhlen häufig irgendwie unter Wasser befinden. Habe ich so das Gefühl. Ja. Also Wasser gibt's in Höhlen immer reichlich. Guten Tag, der Herr. Guten Tag. Ich bin da wieder wahr. Mal gucken, ob das jetzt was wird. Ja, wenn du das da auf die eine Kante legst, dann sollte das ja funktionieren. Stimmt. Nee, ich muss die. Ich kann die auch noch direkt reinwerfen, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist bei mir. Ja. Das ist aber normaler. Der ist ja niedlich. Oder so. Ja, oder so. Oh, oh, oh. What the? Da unten ist noch eine Höhle. Ja, irgendwie springt er nicht das weg, was er soll. Kann das sein? Nee, nicht so ganz. Aber jetzt ist der Eingang groß genug, dass ich da reinkomme. What? Wow! Tö. Wurde wieder zugebaut. Was ist jetzt los? Was passiert hier? Ich glaube, du hast das gleiche Problem, was ich eben hatte. Ja. Ja. Ist aber nicht nett. Okay. Ja. Ich muss einfach mal probieren, auf Pico zu spielen. Vielleicht erwischt mich die Bombe ja nicht, was ich nicht glaube. Ja. Die Bombe liegt nach wie vor da. Mal sehen, wie lange sie diesmal braucht. Okay, das finde ich nicht cool. Ich werde hier andauernd gesprengt. Die Gefahren eines Pyrotechnikers. Genau. So in etwa. Wir sollten irgendwie einen Death Counter einführen, glaube ich. Wir haben aber schon ein paar Deaths hinter uns, die wir jetzt nicht mitgezählt haben. Ja, ich dreimal und du einmal bisher, oder? Nee, du bist noch gar keinmal gestorben. Ach, du meinst diese Aufnahme? Ja, naja, die gesamten Aufnahmen, da weiß ich auch nicht mehr alle Tode. Halt? Erde. Ich hab Silber gefunden. Juppie, wir haben 18 Silberbarren noch. Ich bin da noch ein paar mehr. Also wenn wir Silberrüstung haben, können wir Eye of Cthulhu auf jeden Fall probieren. Meine, wir sind zu zweit, das dürfte gehen. Ich bezweifle, dass wir dafür überhaupt Silberrüstung brauchen. Na, sag das nicht. Das Vieh kann verdammt nervig sein. Also ich habe, gut, da hatte ich auch schon eine ziemlich gute Ausrüstung, aber ich habe schon einmal... Also ich habe das eine Mal Cthulhu irgendwie zweimal in einer Nacht besiegt oder sogar dreimal, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, dreimal ist glaube ich das Maximum, mehr also, schafft man nicht. Also aufgenommen, ich habe es auch aufgenommen und hochgeladen, ich weiß aber trotzdem nicht mehr, wie viel es war. Okay. Verdammt. Gucken, ob es hier unten noch weitergeht. Oh. Bombe, du gehst vor. Verdammt. Ich habe den Erzfeind Sand... unterschätzt. Oh mein Gott. Sollte man nie tun. Sand ist... Sand ist immer. Ja. Und liegt auf der Fackel. Sand ist okay. Ja. Hier sind noch ganz viele Schleims. Ja, pinker Schleim wäre mal ganz... Zack. Auf jeden Fall geht's hier schon mal weiter.